Das Archiv der Stadt Leipzig. Ein unscheinbarer Bau. Doch in seinem Inneren gelang ein spektakulärer Fund, um dem Rätsel Bach näher zu kommen. Die Spezialisten des Bach-Archivs kennen die trockene Archivluft nur zu gut. Doch diesmal scheint eine prickelnde Brise durch die Regale zu wehen. Oder ist es schiere Vorfreude auf das wertvolle Dokument? So, hier ist er. Unser Wegweiser in Sachen Thomaner. Album Alumnorum Thomanorum. Soll heißen, das Matrikelbuch der Thomasschule. Hier mussten sich auch Bachs Schüler persönlich eintragen. Die Forscher erhoffen sich neue Informationen von dieser Wiederentdeckung. Das Buch galt ja seit 80 Jahren eigentlich als verloren. Was keiner wusste, ist, dass große Teile der Archivalien eben hier ins Stadtarchiv abtransportiert worden waren. Und hier ist es dann irgendwann aufgearbeitet worden. Aber es stand dann im Findbuch irgendwie Album der Rektoren. Viele ließen sich durch den falschen Titel im Katalog in die Irre führen. Michael Maul nicht. Seine Neugierde führte zu dem Glückstreffer, wie er seinen Kollegen Manuel Bärwald und Bernd Koska erzählt. Die Entdeckung ist eine Fundgrube. Das sind wunderbar. Die Thomaner ab 1730, jeder eigenhändig mit einem lateinischen Lebenslauf. Wir erfahren alles. Wann sind sie geboren? Wie heißen die Eltern? Wo sind sie geboren? Berufsstand der Eltern? Für Michael Maul und seine Kollegen wird das Matrikelbuch dadurch zum entscheidenden Schlüsselstück. Denn über die Verfolgung dieser Spuren der Schüler Johann Sebastian Bachs an der Thomasschule wollen sie die noch sehr fragmentarische Vita des Komponisten ergänzen. Da wäre zum Beispiel ein Gottfried Benjamin Fleckeisen aus Döbeln. Eine bislang völlig unbekannte Figur, die auffällig lange die Thomasschule besuchte. Von 1732 bis 1746. Johann Gottlieb August Fritschaus hat es Manuel Bärwald angetan. Der Dübener kam im Jahr 1740 nach Leipzig zu Bach. In einer Zeit, von der wir sehr wenig über den Thomaskantor wissen. 6. Juli 1740, die Thomasschule, aufgenommen, 3. Bewerbung von 31. Bernd Koska pickt sich aus dem Schülerverzeichnis den Bach-Eleven Gabriel Gottlieb Tröger heraus. Der gebürtige Vogtländer wurde 1739 ehrenhaft entlassen. Was machte er nach seiner Schulzeit? Doch am wichtigsten wird sein, was berichten die Schüler über ihren Meister Bach? Finden die Forscher überhaupt Spuren zum Privatleben des Komponisten, über das trotz intensivster Forschung so wenig bekannt ist? Im Bach-Archiv geht die Recherche weiter. Die Matrikel wurde Seite für Seite digitalisiert und kann so immer und überall untersucht werden. Archivdirektor Peter Wollny und Doktorand Bernd Koska haben sich ein paar Blätter vorgenommen. Im direkten Austausch treffen hier immense Erfahrung und jugendlicher Forscherdrang zusammen. Der hat sich zu sehr für Musik interessiert. Halbes Jahr lang als Interimskantor gewirkt hat. Es ist eine akribische Detektivarbeit, bei der jede auch noch so kleine Spur verfolgt wird. Dabei haben die Forscher immer ihr Ziel vor Augen. Von besonderem Interesse für uns ist natürlich, wenn diese Schüler später über ihre Begegnung mit Bach berichten in irgendeiner Form, sei es, dass er als Lehrmeister oder als wichtiger Förderer genannt wird, sei es, dass irgendein anderes Detail aus dem Schulalltag berichtet wird. Das sind dann eben die großen Sensationen für uns, wo hier die Sektkorken knallen gewissermaßen. Der Alte auf dem Denkmal zwischen Thomaskirche und Bach-Archiv darf also die Ohren spitzen. Gelingt es den Musikwissenschaftlern mit ihrem neuen Ansatz, seiner Persönlichkeit näher zu kommen? An die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind hohe Erwartungen geknüpft.